Mit hier vor der Ziege. Ja, der ist am Telefon. Wer ist da bitte? Ralf Meyer, IQ for Capital. Wie geht Was es Ihnen bitte? heute? Mein Name ist Ralf Meyer, IQ for Capital. Was Das ist Unternehmen, das? das ist eine Kryptowährungsplattform. Ich sehe, dass Sie ein Konto bei uns erstellt haben, ein Bitcoin-Konto. Kunde? Ein Bitcoin-Konto, Konto. Konto, ja. Sind Ja, Sie Sie von haben der bei uns. Postbank? Ich bin von Kryptowährungsplattform. Ja. Ja, ich sehe, dass Sie ein Konto erstellt haben und auf Ihrem Konto ist 250 € als Bonus. Aber Ihr Konto ist nicht aktiv. Also Sie können jetzt noch 250 € hinzufügen und Sie werden auf dem Finanzmarkt mit 500 € unsere Broker werden für Sie selbst handeln. Sie Und können die was bitte? bitte? Ha, wie bitte? Wenn Sie das Ja, Hallo? ja, hören Sie mich? Hallo? Ja, ist nicht ganz so einfach, Sie zu verstehen. Okay, ich kann langsamer sprechen, ja? Ja. Sie haben ein Bitcoin-Konto auf dem Finanzmarkt erstellt. IQ for Capital. Und hören Sie mich? Hallo? Ja, hören Sie mich? Hallo? Ja, natürlich. Ja, und auf Ihrem Konto ist 220 € als Bonus für Ihre Anmeldung, ja? Ja, ist gut, dann setzen Sie das mal gewinnbringend ein für mich, ne? Also, da haben Sie ja meine volle Erlaubnis für. Ja, genau. Und Sie können jetzt Ihr Konto aktivieren mit 250 € Ihre Investition, ja? Und Sie werden von 50 bis 220 € pro Woche als Gewinn haben, ja? Von den Ziegen? Von Bitcoin. Ja, Ja, kann ich ja, ja auch mit Bitcoin. Ziegen mitkaufen. Ja, Sie können 50 € oder 220 € pro Woche abheben, ja? Als extra Geld haben. So wie abheben wie bei Red Bull oder wie funktioniert das? Zum Beispiel, wenn Sie investieren mit einer Kreditkarte, Sie werden auf Ihrer Kreditkarte das Geld haben, ja? Ja, also am liebsten würde ich das ja in Naturalien machen, nicht wahr? Also wir müssen ja, sag ich mal, dem Weltfinanz da, dem müssen wir ja was entgegensetzen. Ach so, und Sie können mit Banküberweisung das machen auch. Ja, aber Naturalien wären mir ja lieber, um ehrlich zu sein. Was meinen Sie natürlich? Möchten Sie vorbeikommen und Nee, sowas? nee, 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 dass wir das quasi tauschen. Ach so. Aber Verstehen wir haben Sie? Möglich ja, wir haben Möglichkeit nur mit Banküberweisung oder mit einer Kreditkarte das machen. Nee, also ich habe ja im Prinzip noch, sag ich mal, 16 oder 18, sag ich mal, Beutel von Ziegenhaar. Das beste Haar in ganz Kasachstan. Und das würde ich im Ja. Prinzip auch tauschen. Also, was meinen Sie tauschen? Ja? Was meinen Sie damit? Naja, das ist ja mal der Tausch, der beschreibt ja die Willensübereinkunft von zwei Personen. Der eine gibt dem einen Gegenstand X und erhält dafür Gegenstand Y. Und da hat man, sag ich mal, ja eine Übereinkunft getroffen. Oder nicht? Ja, aber wir sprechen jetzt über Ihre Investition. Also, Ja, Sie ich können Ihr ja Konto auch. aktivieren. Und wir haben zwei Wege. Das ist mit Banküberweisung. Sie Fegelein? können. Haben Sie den gefunden? Was haben wir gefunden? Fegelein? Hallo? Ja, Das ich wäre eine bin hier. Sensation, wenn Sie den gefunden hätten. Ich sehe nur Ihr Konto und ich Ja. sehe, dass Ihr Konto nicht aktiv ist. Ja, es Auf ist IQ ja. for Capital. Ich weiß ja immer noch nicht, wovon Sie reden, aber es ist ja gut, wenn Sie Fegelein gefunden haben, dann können wir das jetzt ja aktivieren. Da haben wir ja beide was von, wenn wir den dann quasi zurückbringen. Ist das vielleicht ein anderes Unternehmen, ja? Es Kommen Sie mit einer. ist der Leutnant Spritzi auch bei Ihnen? War der mit Fegelein zusammen unterwegs, als Sie den gefunden haben?
Ja, ich verstehe nicht so, worüber es geht, aber... Es geht ja im Prinzip um Fegeleien und um Leutnant Spritzi. Und als ich das letzte Mal mit denen gesprochen habe, da waren die auf den drei gelben Kasten unten. Vielleicht sind die Ja, aber inzwischen auf den drei roten Kasten oben, aber wichtig wäre ja erstmal, dass wir den wieder einfangen, nicht wahr? vielleicht haben Sie also mit einer anderen Unternehmung gesprochen, mit Nee, anderen. ich bin nur aus Versehen ans Telefon gegangen. Normal lasse ich das immer klingeln, weil ich ja das Geräusch von der Melodie, von dem Klingelgeräusch so sehr mag. Aber ich habe jetzt reflexartig abgenommen bei Ihnen. Okay, sehr gut. Aber Sie können jetzt entscheiden, ob Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht. Ja, Sie gerne. werden, Sie, möchten Sie ein passives Einkommen haben oder nicht? Ein was bitte? Ein passives Einkommen. Was heißt das? Gewinn. Also, Sie Ja, können nicht, Sie Gewinn ist können immer nur. gut, nicht wahr? Ja, das ist wahr. Und Sie können Ihr Konto aktivieren und Sie werden jede Woche von 50 bis 250 Euro als Gewinn bekommen. Ja, wenn Sie Von investieren Ihnen. 200 von unserem Unternehmen, IQ for Capital. Ja, wir haben Broker, die für Sie gern handeln können, statt Was Ihnen. haben Sie bitte? Wir haben Broker, Was ist das? 14 Broker. Ja, das ist 14 Brote? Also ich hätte gern Broker. Walnussbrot, das können Sie dann liefern zu Käseberg Eduard. Also, Ja? das war ein Witz, vielleicht. Ist sehr lustig. Aber können Sie entscheiden. Ja, natürlich, aber was Ich ist, verstehe was, nicht. Sie haben Sie gesagt, Sie haben möchten das 14 von mir. Brote. Ich weiß nicht, was das, ich kenne mich nicht aus mit so Sachen. Das ist Broker. Ja, was Das ist bedeutet nicht. das? Das habe ich jetzt schon mehrfach gefragt. Das ist Leute, die handeln auf dem Finanzmarkt und sie können nur investieren und unsere Broker, diese Leute, ja, Jetzt die haben Sie werden mir immer noch nicht. Ich würde gern auf dem wissen, was so Finanzmarkt. ein Broker ist. Jetzt sage ich, Sie sagen mir immer wieder die gleichen Sachen. Sie müssen das doch erklären können, wenn Sie da arbeiten. Oder haben Sie heute erst angefangen? Das ist Makler, vielleicht. Das wird für Sie Ein Maler? besser zu verstehen. Nee, der Maler, Maler kommt Makler. erst Montag. Wie fühlen Sie sich? Können Sie mit uns erklären? Kann ich was bitte? Wie fühlen Sie sich? Ja, es ist ein Alles in sehr, Ordnung? sehr sonniger Tag. Ich fühle mich sehr gut. Und Ihnen auch Ja, alles in Ordnung? alles in Ordnung, ja, Das aber ich freut verstehe mich nicht. sehr zu hören. Ich verstehe, worüber sprechen wir. Also wir sprechen über Finanzmarkt und Sie erzählen mir über Maler, Sie haben gesagt, Sie über haben Brot, über Maler. Butter. Worüber sprechen wir? Ich Ich habe verstehe nicht. gefragt, was diese Brucker sind, was Sie da haben, und Sie haben gesagt, das ist sowas wie ein Maler. Da können Sie mir jetzt ja nicht zum Vorwurf machen, wenn Sie Doch, Ihre ich Arbeit habe nicht das machen nicht. können. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, Natürlich. das ist die gleich wie Makler. Wie was Das ist bitte? Leute, Makler. Das Makler? ist Le Ja, genau. Das ist Leute, die handeln auf dem Finanzmarkt. Also einer wie so ein Haus zu verkaufen? Ein Makler? Die verkaufen doch Ja, Häuser. genau. Ja, Auf dem ich. Ja, ja. Büro, wir haben auch Makler. Sie haben unbedingt recht. Ja, aber Aber wir sprechen jetzt über Finanzmarkt. ich wollte mein Haus aber nicht verkaufen, ne? Ich empfehle Ihnen nicht jetzt das machen. Ich empfehle Ihnen, Ihr Konto aktivieren. Ja, Nicht wahr? wenn ich mein Haus dann behalten kann, können wir das gerne machen. Ja, aber wir sprechen jetzt nicht über Ihr Haus, wir sprechen über Ihr Handelskonto. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich interessant, weil Bitcoin wird immer teuer und Sie haben jetzt eine gute Möglichkeit, ein gutes passives Einkommen zu haben. Nicht wahr? Soll ich das kaufen, weil es teurer wird? Ja, Sie können jetzt für einen niedrigen Preis kaufen und wenn Bitcoin wird teuer, Sie werden ein passives Einkommen haben, nicht nur mit Handeln, sondern mit Bitcoin-Preis auch. Ja, aber der ist Ich doch glaube, gerade ganz oben gekommen, oder nicht? noch nicht. Wir warten auf Nicht. 80.000 Euro. Wann denn? Und jetzt, während 2, 3 Monaten. Ja, und wo war der jetzt bei 50? Jetzt Bitcoin ist 38.000 und 50, ja, vielleicht in 1 oder 2 Wochen, das kann sein. Ja, aber das war doch schon bei 50. Ja, natürlich, war, aber jetzt ist 38.000.
Das ist ja schrecklich, da haben ja ganz viele Leute jetzt ganz viel Geld verloren. Geht's Nicht denen denn verloren. gut? Warum? Die Leute warten auf die Zeit, wenn Bitcoin wird noch teuer als 50.000. Und sie alle investierte Leute wird ein gutes passives Einkommen haben auch. Investierte Leute oder Ja. Transvestiten-Leute? Nee, die Ich. haben falsch gehört, falsch gedacht. Ja, vielleicht würde es helfen, wenn sie das Handtuch aus dem Mund nehmen. Wir sprechen über Ihr personales Handelskonto. Über was bitte? Über Ihr personales Handelskonto. Ich empfehle Ihnen, halten dieses Thema und nicht ändern. Okay? Ente? Ändern. Verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Können Sie, sprechen Sie schlecht Deutsch oder verstehen Sie schlecht Deutsch? Ich verstehe nicht. Was Vielleicht bitte? besser für Sie Englisch oder Französisch oder welche Sprache sprechen Sie? Ja, ich bin Warum verstehen Sie mich? Deutscher, oder wo ist das Problem? Habe solche Frage auch. Was ist ein Problem, wenn ich spreche Deutsch und Sie verstehen nicht? Naja, Sie sprechen nicht gerade gut Deutsch, das muss man ja schon mal sagen. Ja, aber Ich habe das Sie ist fünf genug, oder damit mir zu sechs Mal verstehen. gefragt, was so ein Brucker ist, und wir sind fast in Streit geraten, bis Sie bereit waren, mir das zu erklären. Da können Sie Ich mir jetzt glaube, ja nicht die Schuld dran geben. Ich habe da ja, sag ich mal, nichts verbrochen. Das war ein Witz von Ihnen. Was denn? Das war ein Witz. Sie haben alles verstanden. Nee, dann würde ich ja nicht nachfragen. Sie werfen da mit lauter Fachbegriffen um sich und ich kenne das ja alles gar nicht. Okay. Ich will damit jetzt ja erst anfangen. Da müssen Sie so ein bisschen Zeit für mich investieren. Ja, aber wir können jetzt stoppen und sprechen über Ihr personales Handelskonto. Möchten Sie aktivieren oder nicht? Ja, Wir wenn ich da so viel verlieren Geld jetzt die verdienen Zeit. kann, das ist ja phänomenal. Ich wollte ja eigentlich zurück in den roten Raum, aber wenn es da jetzt eine Möglichkeit gibt, da gut zu verdienen, warum sollte ich da Ja. Nein sagen? Ja, das ist wahr. Also Sie können, das hängt davon ab, wie viel Geld investieren Sie, aber Sie können mit 250 Euro anfangen. Ja, aber dafür kann ich ja kein Bitcoin kaufen. Ja, Sie können eine andere Kryptowährung kaufen, das ist kein Problem. Aber Kann ich was Bitcoin ist machen? Ich würde gern ein. Dogecoin kaufen. Ja, wir haben auch Aktien, wenn Nee, Sie interessieren Sie dafür. Dogecoin. Haben Sie Dogecoin? Wenn es auf dem Finanzmarkt gibt, Sie kennen solche Möglichkeit, Dogecoin zu kaufen, das ist kein Problem. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Man muss überprüfen, ob es Coin auf dem Finanzmarkt gibt. Ja, Kein Problem. natürlich gibt's den, seit fast 10 Jahren gibt's den doch, habe ich Okay, ja, gelesen. Sie können das machen auch. Das können wir diese Frage mit unserem Broker besprochen. Ja, können Sie Und den mal eben fragen? ja, wir können fragen, aber zuerst man muss ihr Konto aktivieren, ja? Ja, ich muss ja vorher wissen, wenn ich, sage ich mal, bei Ihnen keine Dogecoin kaufen kann, dann brauche ich Ihnen ja auch kein Geld zu geben. Von daher fragen Aber Sie den mal eben. warum möchten Sie Dogecoin? Warum möchten Sie nicht Bitcoin kaufen? Ja, ein Bitcoin kostet ja viel mehr Geld. Sag mal, so ein Dogecoin kostet ja nur ein paar Cent, nicht wahr? Ja, aber Sie können nicht einen Bitcoin kaufen. Sie können einen Teil von Bitcoin kaufen. Und Ja, das Bitcoin ist, aber ich könnte ja. mehrere Dogecoin, komplette Dogecoin ja kaufen. Aber es gibt Risiko, weil Dogecoin kostet, wie Sie schon gesagt haben, 2 Cent, ja. Und das ist nicht so große, also gesamte Summe, ja, von dieser Coin. Ja, aber ich kann ja keinen ganzen Dogecoin kaufen. Deswegen wollte ich mal fragen, was es da denn noch so gibt. Aber ich habe. Ja, Moment mal. Ja, ich habe Informationen gefunden. Dogecoin jetzt kostet 4 Cent. So viel schon, sehen Sie mal, hätte ich da mal früher angefangen. Ja. Ja, natürlich, Sie können Dogecoin kaufen. Das Ja, ist wie kein viele Problem. haben Sie denn da im Lager? Da würde ich schon ein paar kaufen wollen. Ein paar kaufen können Sie nicht, weil Na Mindestzahlung doch. ist nur 250 Euro. Also für 250 Euro Sie können, ich kann Ihnen rechnen, Ja, bitte? wie viel kostet. Ohne Taschenrechner.
Okay, Moment mal. Wo sitzen Sie denn? Ich bin in Berlin. In Berlin? Wo denn in Berlin? In Berlin. Ja, wo da? Das ist eine große Stadt im Prinzip. Das ist die Hauptstadt von Deutschland. Sie kennen das vielleicht. Ich habe gefragt, wo in Berlin? Berlin ist eine große Stadt. Welcher Stadtteil? Sie haben unbedingt recht, aber wir sprechen jetzt über Ihr personales Handelskonto, nicht über... Ja, ich muss doch wissen, mit welcher Firma ich spreche, bevor ich Ihnen Geld gebe. IQ for Capital. Ja, und welche Adresse haben Sie bitte? Welche Anschrift? Sie können auf unserer Webseite... Das müssen Sie mir ja sagen können. Können Sie das buchstabieren? Ich spreche kein Englisch. E? Was bitte? E? E. Können Sie richtig buchstabieren nach Buchstabieralphabet? Das ist Witz vielleicht, ja? Ja, sag mal, wenn Sie am Telefon arbeiten, sollten Sie ja die Stenografie und das Buchstabieralphabet beherrschen. Das ist E wie Emil. Das ist E wie Inna. Ja, genau. Wie Inda? E. Ida. Inga, ja. Ida. Inga, Ilda, wie Sie wollen. Ja, weiter. Q. Was bitte? Q, Q. Eine Kuh? Ja, genau. Also, Squiz. Erster war Squiz. Können Sie nicht buchstabieren? So, Q. Also Ida und Squiz. Kaufmann. Ida und Kaufmann, ja. Kuh, Ida und Kuh. Na doch, Sie haben doch Kuh gesagt. Die Kuh wird mit K geschrieben. Quitz. Also W wie Wilhelm, ja? Nicht Wilhelm, ich sage Quitz. Weil Quitz. Das ist ein Kaufmann. K, Quitz. Ich weiß nicht, was Sie sagen für ein Wort. Was soll das denn sein? Quitz. Kenne ich nicht. Okay. Können Sie mir jemand anderen geben, der buchstabieren kann? Ich glaube, man muss andere Kunden geben, die versteht mein Deutsch und versteht was ich sage. Also du kannst mir ja nicht die Schuld geben, wenn du zu blöde zum Buchstabieren bist. Da kann ich ja nichts für, im Prinzip. Ja, das scheitert ja an der Allgemeinen. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einer anderen Arbeit oder probieren mal eine richtige Ausbildung zu machen. Da wird Ihnen auch das Schreiben beigebracht. Und das Buchstabieren. Ja, genau. Ich versuche das zu machen. Vielleicht probieren Sie es mal mit einer kaufmännischen Ausbildung. Dann sind Sie hinterher auch fähig für eine ehrliche Arbeit. Also zumindest in der Theorie, weil ich weiß ja, dass Sie mich gerade versuchen abzuzocken. Sie sind gerade live im Radio. Möchten Sie jemanden grüßen? Ich bin nicht im Radio. Doch, Sie sind im Radio. Ich bin vom Radio Hamburg. Ja, dann grüße alle. Hallo, hier ist Dimitri von Radio Hamburg. Hey, wie geht's dir? Möchtest du jemanden grüßen? Oder uns mal erklären, warum du alte Leute am Telefon versuchst abzuzocken? Erzähl uns, wir sind gespannt auf deine Geschichte. Live mit uns in der Leitung ist Professor Dr. Eduard Käseberg, der ist Psychoanalytiker und wird sich nach dem Anruf gerne mit deinem Profil beschäftigen, weil das Betrügen von alten Menschen, das hinterlässt ja tiefe, tiefe Spuren in den Seele und wir möchten dir da gerne helfen, dass du rauskommst aus der Nummer. Magst du mir deine private Telefonnummer geben? Sie können auf unserer Website alle Informationen finden. Ne, da steht aber nicht deine private Telefonnummer. Wir wollen dir helfen, richtige Arbeit zu finden. Besiege dein inneres Schaf und geh arbeiten. Amino Schock. Kennst du die Werbung? Bitte? Ha, wie bitte? Du musst dir mal, guck mal, du musst mal deinem Chef sagen, der soll euch Ohrenstäbchen kaufen, dann könnt ihr euch alle mal Ohren putzen und der soll euch so Buchstabiertafel kaufen. Die kosten 10 Cent bei Internet. Wenn der da nur die letzten Dummbatzen hinsetzt. Wo fängt euer Chef? Was macht der? Geht der abends durch die Clubs und sammelt die ganzen Betrunkenen ein und zwingt die für ihn zu arbeiten? Wo kriegt euer Callcenter immer diese ganzen Idioten her? Das ist wie ein Pandemieblatt. Pandemie der Dummheit ist Ausgangspunkt, Epizentrum ist euer Callcenter. Okay, ich verstehe, Sie haben keine Lust. Ich habe ganz viel Lust. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich möchte mein Konto aktivieren. Dabei!
Dann rufen Sie bitte auf unsere Finanzabteilung an. Ja, gib mir Nummer, los. Ja, IQ for Capital. Das ist keine Telefonnummer. Nein. Weißt du nicht mal, was eine Nummer ist, Blöd? Wo haben die dich eingefangen? Alles Gute, tschüss. Ja, verschwinde, geh dir ordentlich Arbeit suchen, du Stinktier. Was für ein Idiot, Blöd.